Strecke ist wieder frei, es geht weiter mit den Dragster-Testen. Die Bus hat im letzten Laufjahr auch eine gute Zeit gefahren, 79, jetzt ein 19 Klassen. Und Michael Kietz stabilisiert sich mit dem meistens der zweiten oder dritten Qualifier. Muss beim Rennen fehlen, hier also in der Qualifikation alle anderen unter Kontrolle gehabt haben. Aber es ist 13. Reaktionszeit. Der könnte jetzt hier auch Rudling fahren, aber der fährt gerne für so Weile. Im nächsten Lauf auf einen Gegner treffen und einer hat Glück, dass er ganz ohne Gegner ins Halbfinale kommt. Als nächstes die Gruppe. Autos bis 1,6 Liter und Motorradsound gibt es hier auf der linken Bahn. Der Super 7 Roadster ist mit Kawasaki ZX12 Motor ausgerüstet. Die einzige 12er Zeit in dieser Klasse. Ist durch sein absolut niedriges Gewicht natürlich ein bisschen im Vorteil. Und der Fahrer auf der rechten Seite hat gedacht, okay, das hole ich mir an der Abwehr wieder. Die paar Sekunden ist aber viel zu viel leichter Einsatz unterwegs gewesen in der Qualifikation und den dann im Viertelfinale. Der 7. gegen den 15. Das ist ein echtes Nein. Moment, wir haben erstmal hier vorne. Der rechte Seite zieht links den 2. aus der Qualifikation. Der 2. aus der Qualifikation. Der hat sich an der Anfänge noch ein bisschen zurückgehalten. Auf der Strecke werden die gleichen 13er Zeit. Für den blauen Audi aus Ludwigshafen eine 13,88. Links ist jetzt aber ein Ersatzfahrer eingesprungen, der 6. aus der Qualifikation. Vor einer Stunde auf dem Anhänger wieder ins Fahrerlager herein.
ist vorhin aber gleich mal eine 8er Zeit gefahren und natürlich der ganz klare Favorit gegen den Mann im Passat. In der Qualifikation war er Zweiter gewesen, hat hier planmäßig keinen Gegner und wäre wieder taktisch. Mal sehen, ob er heute.